Wir stellen Ihnen heute die einzige Fachexpertin in Mitteldeutschland für den Hebammenkreislauf vor. Außerdem hoher Krankenstand beim Fahrpersonal der HAVAG und die Corona-Infektionszahlen sind leicht gestiegen. Diese Themen und weitere jetzt in Ihrem Stadtmagazin. Ambulante Pflege der Volkssolidarität Regionalverband Halle-Saale-Kreis heißt Betreuung mit Wärme und in Geborgenheit. Und hiermit sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Ihrem Stadtmagazin Hallo Halle. Die Nachricht, dass ein neues Leben in die Welt gekommen ist, ist die schönste für Familien, Freunde und Bekannte. Kürzlich wurde die Hebamme Katrin Eichhorn vom Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara zur einzigen Expertin in Mitteldeutschland für den Hebammenkreißsaal ernannt. Das Besondere, der Kreißsaal ermöglicht werdenden Müttern ein natürliches und selbstbestimmtes Geburtserlebnis. 686 Kinder haben im St. Elisabeth und St. Barbara Krankenhaus seit 2019 mit diesem Konzept das Licht der Welt erblickt. Wir besuchten Katrin Eichhorn und stellen Ihnen diese engagierte Hebamme mal näher vor. Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara ist Sachsen-Anhalts größte Geburtsklinik. Hier wird eine hochspezialisierte und leistungsfähige medizinische Versorgung gewährleistet. Die Hebammen leisten eine herausragende Arbeit. Katrin Eichhorn ist eine davon. Sie steht seit über 30 Jahren mit Leib und Seele in diesem Beruf. Sie begleitet kompetent Schwangere und Gebärende. Mehr noch, sie steht Mutter und Kind zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Die Arbeit ist für sie eine Herzensangelegenheit, wie sie selbst sagt, und der wunderschöne Moment der Geburt eines Kindes sei nur schwer in Worte zu fassen. Es ist immer wieder trotzdem so ein besonderer Moment, wenn dieses Kind das Licht der Welt erblickt, den ersten Schrei, es fällt von uns allen eine Anspannung ab, von den Eltern, von uns Hebammen, von unseren Ärztinnen, also alle, die mit bei der Geburt dabei sind, freuen sich tatsächlich immer noch auch nach 30 Jahren über jede Geburt, die am Ende gut und glücklich ausgegangen ist. Und sie ist mit ihrer Erfahrung wichtiger denn je und wurde kürzlich vom Deutschen Hebammenverband zur Expertin für den Hebammenkreißsaal ernannt. Damit ist sie wohlgemerkt eine von bundesweit nur 7 Expertinnen, die anderen Einrichtungen das erfolgreiche Konzept Hebammenkreißsaal vermittelt. Hier geht es insbesondere um das Thema natürliche Geburt fördern. Chefarzt Dr. Sven Seeger sprach mit Stolz von dieser Initiative und auch von der damit im Zusammenhang stehenden niedrigen Interventionsrate. Dabei geht es unter anderem um die Verringerung der Kaiserschnitte. So haben wir es erreicht, dass in den letzten 20 Jahren bei uns die Interventionsrate massiv zurückgegangen ist. Wir haben eine im Bundes- und Landesvergleich ausgesprochen niedrige Rate an Kaiserschnitten, an Sauglockenentbindung und Dammschnitten. Und das ist nicht etwa ein Verdienst unserer Ärzte, sondern das ist ein Teamverdienst. Ein Verdienst von den Hebammen, die die Geburten ja vorrangig leiten und sicherlich auch des ärztlichen Teams. Und daran andockend war es eigentlich sehr, sehr logisch zu sagen, dass man den Hebammenkreißsaal bei uns implementiert, wo eben genau dieses Bestreben nach der natürlichen Geburt nochmals durch die Hebammen weiter gefördert werden kann und auch diesen zunehmenden Ansprüchen und dem Bewusstsein für die Wertigkeit einer natürlichen Geburt besonders Rechnung getragen wird. Katrin Eichhorn wurde hier mit ihrer Kollegin während unserer Dreharbeiten urplötzlich wieder zu Vorbereitungsarbeiten auf eine neu anstehende Geburt gerufen worden, die uns die hier im Kreißsaal vielfältigen Geburtsmöglichkeiten schon erahnen ließen. Ja, im Hebammenkreißsaal begleiten wir die Frauen mit natürlichen Mitteln, zum Beispiel mit einem Entspannungsbad, mit warmem Wasser, was sehr schmerzlindernd wirken kann. Und da muss kein Schmerzmittel gegeben werden. Auch das ist für die Frauen eine Erleichterung. Durch Bewegung, durch Ablenkung, durch verschiedene Positionswechsel, durch auch Aromaöle ist eine Beeinflussung der Psyche der Frau auch möglich, weil sie sich vielleicht nicht so ganz auf die,
die Wehen konzentriert, sondern auch sich ein bisschen ablenken kann dadurch. Wir haben Homöopathie, wo wir mit natürlichen Mitteln auch ein klein wenig unterstützen können, um die Frau gut in der Geburt zu begleiten. Wir haben Akupunktur, das sind alles Mittel, die keine Interventionen auslösen, die keine Eingriffe bedeuten, die alle noch unter dieser natürlichen Betreuung laufen. Für uns wurde offensichtlich, werdende Mütter erhalten hier im Krankenhaus eine wirklich sehr gute Betreuung. So teilte Chefarzt Dr. Seeger hier gerade dieser jungen Frau mittels 3D-Bildern mit, dass ihr Kind völlig gesund heranwächst. Sie befindet sich derzeit in der 15. schwangeren Woche. Es sei ungemein wichtig, die Mütter auch gut zu informieren, und fügte hinzu, eine Hebamme wie Katrin Eichhorn zu haben, sei geradezu ein Glücksfall für das Haus. Frau Eichhorn ist sehr wertvoll als leitende Hebamme für ihr Haus, für das Team der Hebammen, aber auch für mich als Ansprechpartner. Als Chef der Geburtshilfe ist es natürlich wichtig, eine starke Hebamme, fachlich starke, wie aber auch von der Führungskraft starke Persönlichkeit an seiner Seite zu haben. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass Frau Eichhorn diese Kompetenz, von der wir natürlich wussten, aber sie auch jetzt mal extern bescheinigt worden ist. Etwa 98% aller Babys werden in Deutschland im Krankenhaus unter überwiegend ärztlicher Betreuung geboren. Im Halleschen Elisabeth-Krankenhaus ist jedoch das neue Geburtshilfenmodell mit einer hohen Betreuungsqualität und Kontinuität durch eine Hebamme zu einem vollen Erfolg geworden. Diese junge Frau, die ihren Niklas erst vor 2 Tagen zur Welt brachte, hatte die Geburt, die übrigens 4 Stunden dauerte, noch in sehr guter Erinnerung. Ich hatte das Glück, neben dem Hebammenkreißsaal noch meine Beleghebamme Frau Eva Scholz mit dabei zu haben, die wirklich die ganze Zeit für mich da war. Und ich habe diese Geburt, was auch bestimmt in dem Hebammenkreißsaal dann auch immer noch so sein wird für die Hebamme, als wundervoll empfunden, weil ich habe eine 1:1-Betreuung bekommen. Es wurde auf mich geachtet, es wurde auf meine Wünsche eingegangen. Und es ist das Beste, was mir passieren konnte, auch wenn so eine Geburt anstrengend ist. Ich würde es jeder Mutti empfehlen, wenn sie es kann. Was mir noch auf den Herzen liegt, wir Muttis brauchen eine Hebamme und eine 1:1-Betreuung. Das ist das Wichtigste bei der Geburt. Ein schöneres Kompliment kann eine Hebamme wohl nicht bekommen. Bleibt also zu wünschen, dass mit Hebammen geleisteten Kreißsälen wieder mehr Kinder auf natürlichem Weg zur Welt kommen. Ja, ein tolles Konzept, und ich überlege mir noch, ob ich dieses vielleicht auch in Anspruch nehmen werde. Das Elisabeth-Krankenhaus wird es aber auf jeden Fall bei mir werden. Am Sonntag ist ja bekanntlich der 1. Advent, und es lädt das Stadtmuseum zum Adventsspiel im Roten Turm ein. Von 16 Uhr bis 16.40 Uhr können Sie dem weihnachtlichen Live-Glockenspiel lauschen. Außerdem lädt das Stadtmuseum zum 1. Adventswochenende zum Winterquartier auf der Burg Giebichenstein ebenso ein. Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr können Sie bei Lagerfeuer, Glühwein und Stockbrot und viel mehr die Weihnachtszeit genießen und an einer Fackelführung um 17 Uhr teilnehmen. Und nun, liebe Zuschauer, schauen wir auf die aktuellen Nachrichten im Überblick, jetzt bei TV Halle aktuell. Die Alternative für Deutschland hatte am Donnerstag zu einer Kundgebung am Riebeckplatz aufgerufen. Etwa 100 Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt. Daraufhin rief das Bündnis gegen Rechts zu einer Gegenveranstaltung auf. Am August-Bebel-Platz versammelten sich rund 470 Gegendemonstranten. Nach einer kurzen Kundgebung zogen die Teilnehmenden Richtung Riebeckplatz. Ein starkes Polizeiaufgebot sicherte die Veranstaltungen ab und trennte die Lager. Es blieb bei lautstarken Protesten. Laut Polizei gab es 2 Strafanzeigen, jedoch keine gewaltsamen Zwischenfälle oder Sachbeschädigungen. Mit landesweiten Treckerkundgebungen protestierten Landwirte heute für eine gemeinwohlorientierte Verpachtung von öffentlichen Flächen. Auch in Halle wurde am Vormittag ein Forderungskatalog an die Stadtverwaltung übergeben. Kritisiert wird vor allem die bisherige Vergabepraxis. Häufig werde öffentliches Pachtland an den Meistbietenden oder nach Gewohnheitsrecht vergeben. Diese Praxis benachteilige jedoch regionale Betriebe und ExistenzgründerInnen. In Sachsen-Anhalt werden zunehmend Ackerflächen von Investoren aufgekauft und nicht landwirtschaftlich genutzt.
Die Corona-Infektionszahlen in Halle sind in der letzten Woche leicht gestiegen. Laut Gesundheitsbehörden wurden binnen 7 Tagen insgesamt 627 neue Fälle registriert. Die 7-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zur Vorwoche von 219 auf 262. Derzeit gelten 1.390 Personen als infiziert, 67 Personen werden in Kliniken, davon 6 auf Intensivstationen behandelt. Es gab 2 weitere Todesfälle. Häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen ist immer noch allgegenwärtig. An jedem dritten Tag endet diese Gewalt für die Opfer sogar tödlich. Mit einem internationalen Mahn- und Gedenktag wurde das Tabuthema heute erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Stadt Halle beteiligte sich daran mit einem Aktionstag. Unter anderem wurden 4 blaue Flaggen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes vor dem Stadthaus gehisst. Zudem gab es auf dem Marktplatz Gespräche und Hilfsangebote. Jahresthema des weltweit organisierten Mahn- und Gedenktages war die häusliche Partnerschaftsgewalt. Die Übernachtungszahlen in Halle haben sich im letzten Sommer mehr als verdoppelt. Das geht aus der aktuellen Beherbergungsstatistik des Landes Sachsen-Anhalt hervor. Danach zählten Hotels, Pensionen und Herbergen bis September rund 295.000 touristische Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 64% mehr. Man sei froh über das positive Sommerergebnis, sagte Stadtmarketingchef Marc Lange. Offenbar habe die Stadt mit ihrem Charme- und Kulturangebot viele Städte und Geschäftsreisende zurückgewinnen können. Am Freitag wurde im Innenhof der neuen Residenz die traditionelle Adventsausstellung eröffnet. Mitarbeiter des beruflichen Bildungswerkes haben 16 Pavillons weihnachtlich gestaltet. Die Motive reichen von festlich bis fantasievoll. Die Arbeiten an den Dekorationen hatten mehrere Wochen gedauert. Es sind ja Langzeitarbeitslose, die das Ganze hier auf die Beine stellen und immer wieder tolle Ideen umsetzen, tolle Techniken anwenden, Handwerkstechniken, wo ich ehrlich sagen muss, ob ich die Geduld hätte, das zu machen, das wüsste ich gar nicht. Aber sie zeigen einfach, was sie können, was in ihnen steckt und dass sie auch an Projekten dranbleiben können. Die Themenausstellungen in der neuen Residenz werden seit Jahren genutzt, um Langzeitarbeitslose für eine Rückkehr auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die aktuelle Adventsschau kann kostenfrei und täglich von 10 bis 19 Uhr besucht werden. Die HAVAG verzeichnet einen hohen Krankenstand beim Fahrpersonal, daher müssen die Taktzeiten der Straßenbahnen angepasst werden. So verkehrt die Linie 16 von Montag bis Freitag im Tagesverkehr ab sofort nur noch im 30-Minuten-Takt statt aller 15 Minuten. Diese Änderung gilt voraussichtlich bis 8. Januar und soll sicherstellen, dass die übrigen Streckenabschnitte unverändert bedient werden können. Der Schülerverkehr sei von der Einschränkung nicht betroffen. Generationsübergreifend sozialer Isolation entgegenwirken. Unsere Begegnungsstätten sind sozialer und kultureller Treffpunkt. Was kommt zu Weihnachten bei Ihnen auf den Tisch? Deutsche Weidegans, Bauernente und vieles mehr. Küchenfertig aus der Region. Ab sofort erhältlich im Markthof Halle Neustadt, im Bauernladen Steuden und auf dem Halleschen Weihnachtsmarkt. Nur solange der Vorrat reicht. Hühnerhof Steuden, da kauft man fürs Fest mit Freuden. Hi. Hey, schön dich zu sehen. Ja, finde ich auch. Wie geht's? Gut. Und euch? Habt ihr euch schon eingelebt? Ja, total. Frank ist super glücklich mit seinem neuen Hobbyzimmer. Was macht er denn gerade? Ach, der bastelt irgend so ein Schiff. Was denn für ein Schiff? Das weiß ich gerade gar nicht. Warte mal kurz. Frank! Wie heißt das Schiff nochmal? Titanic. Mehr Raum für deine Ideen. Hallische Wohnungsgenossenschaft Freiheit.
Soziale Geborgenheit finden Sie in unseren Servicewohnanlagen. Pflegen mit Liebe und Fürsorge. Wir lassen Sie nicht allein. Das erste Adventswochenende steht bekanntlich an und wird es denn passend dazu den Schnee geben oder setzt sich die Sonne doch durch oder wird es eher neblig und trüb? Das erfahren wir jetzt in der Wetteraussicht. Am Samstag bleibt es tagsüber meist bewölkt. Ab und zu kann sich die Sonne durchsetzen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 9 Grad. Nachts bleibt es aber frostfrei. Der Sonntag beginnt vielfach neblig. Später gibt es viel blauen Himmel und Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen nur noch 6 Grad. Dazu weht ein leichter Südwind. Am Montag und Dienstag sehen wir kaum Sonne und es wird allmählich kälter. Liebe Zuschauer, das war unsere Freitagsausgabe vom Stadtmagazin. Wir wünschen Ihnen einen schönen und besinnlichen ersten Advent. Diese Zeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür. Also bis dahin Ihnen eine schöne Zeit und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Machen Sie es gut und tschüss. Unter unserem Motto Miteinander, füreinander sind wir immer für Sie da. Ihre Volkssolidarität Regionalverband Halle-Saale-Kreis. Das sind die Schlagzeilen am Samstag. Zoo, Lichterwelten sind eröffnet. Mensa, Architekturpreis geht nach Halle. MZ-Serie, Geschenktipps für Weihnachten. Das und mehr lesen Sie am Samstag in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.